So, da sind wir auch wieder. Und ja, nicht viel passiert. Nicht wundern, wir haben mich ja, ich habe gerade hier ein bisschen mal ja Abreißer gespielt. Sprich, wenn jemand Holz braucht, muss er warten. Die Anlage wurde gerade abgerissen. Ich möchte nämlich hier gerne anfangen, meine Munition herzustellen. Und da ist das ja ein guter Platz. Ne? Eis die Hütte ab. Ja. So, das hier ist Holz. Das ist halt, ja. Ist schlecht für die Platinen, aber anders geht's gerade nicht. Ist mir auch, wenn ich ehrlich bin, gerade auch lieber. Und für Munition braucht man natürlich einmal die Eisenplatten und einmal die Stahlträger und die Kupferplatten. Wir haben alles hier schön in einer Reihe. Sprich, wir können es einfach hier umleiten. Oh, lass mich raten, Zahnräder? Ja, war klar. So. Gehen wir einfach. Ja, gehen wir hier durch einfach. Zack. Unersättlich, diese Anlagen nach Kohle sind einfach. Welche? Deine. Meine Anlage? Ja. Stromanlage. Achso, Stromanlage. Ja, ja, das ist. Ist ja auch nicht so klein, ne? Sag ich mal. Oh, was ist das hier für ein Blödsinn? So. Packen wir das Holz mal. Oh, was ist denn hier passiert? Wie kam denn das Koks hier drauf? Oder wie auch immer das Zeug heißt. Hat jemand seinen Koks verloren? Hat einer zu viel Geld? Doch nicht. Oder der Mann mit dem Koks war da. Ah, das war die Geschichte, die ich gebraucht habe. Mist. So, einmal. Dann machen wir das einfach so. Zweimal. Auch hier hin. Und dreimal. So, dalle. Da ich nicht weiß, wie viel ich jetzt gerade brauche und ich es mit Sicherheit nicht ausrechnen werde. Machen wir das einfach so. Okay. Gut, okay. Ein bisschen werde ich vielleicht rechnen. Also, wir brauchen eine Handfeuerwaffenmunition. Wir stellen in einer Sekunde eine her. Und das Ding braucht 3 Sekunden. Das heißt, ich kann. Was? Seit wann ist die Umrichtung so? Also, 1 kann 3 versorgen? Verstehe ich das richtig? Das wäre genau andersrum wie sonst. Was wolltest du machen? Ich bin gerade verwirrt. Ich baue panzerbrechende Munition. Ja. Und eine panzerbrechende Munition braucht 3 Sekunden. In den 3 Sekunden kann ich mit einer Fabrik quasi 3 Handfeuerwaffenmunition bauen. Das heißt, eine Fabrik reicht aus, um 3 Fabriken mit panzerbrechender Munition zu versorgen. Ja. Bist du richtig. Okay, sonst ist es ja eigentlich immer umgedreht. Sonst brauche ich immer mehr billige von, um bessere bauen zu können. Aber das ist ja ganz praktisch. Cool. Obwohl? Nee, doch, hast recht, ja. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das mit Warenhäusern mache. Könnte ich auch machen. Ich könnte hier ein Warenhaus hinsetzen. Oh, das habe ich auch noch nicht probiert. Setzen wir jetzt hier mal ein Warenhaus. Ah, passt mal auf. Weil dann reichen eventuell sogar die Fabriken hier aus. Ich brauche auch noch Wasser. So. Das brauchen wir eh nicht, also können das einfach direkt schon mal hier rüber. Dann brauchen wir Belader. Hast du irgendwo Wasser, wo ich mich dranhängen kann, oder muss ich mir selber was bauen? Wie was? Wasser oder irgendwie? Ganz, ganz stinknormales Wasser. Nur oben über meinen Anlagen, die Tanks. Oder kannst du ja auch eine Pumpe selber setzen auf deiner Seite, ist glaube ich einfacher. Okay, muss ich mir bauen. So, einmal Licht für euch da draußen. So.
billige Munition wird schon mal gebastelt. Jetzt muss ich nur überlegen kurz. Ach, Rubber haben wir noch im Inventar. Das heißt, Kabel kann ich bauen. Gut, sehr gut. Denn ich will auf Gottes Willen nicht so viel Eisen da drin haben. Genauso wenig will ich so viel Munition haben. So. Also. Eisenplatten. Eisen. Wenn kleiner. Ja, ich sag mal, ich glaube. Ach, 100 würden da schon reichen, glaube ich. So. Und der hier soll arbeiten, wenn er Munition hat. Wenn, ich sag mal, 200 Munition nicht drin ist, dann soll das Ding arbeiten, genauso wie der und der. So. Das läuft schon mal. Sprich, die machen viermal. Das heißt, wenn ich mit einem 3 versorgen kann, 3, 6, 9, dann kann ich theoretisch jetzt 12 Fabriken mit Munition versorgen. Theoretisch. So. Laut Theo. Ja, laut Theo. Na, kein. Wie darf ich dir helfen? Guck mal, was du da gerade tust. Ja. Hat gerade drauf, dass mein Inventar fertig gebaut ist. Ach so. Ich sehe gerade, wir haben den Stahl von Cody gar nicht hier unten angeschlossen. Ich versorge hier immer noch mit unserem eigenen Stahl. Kannst du mal sehen, ne? Okay, wenn dir langweilig ist, kannst du die Fließbänder von Cody hier rüberbringen. Was denn? Ja. Und dann darf ich es wahrscheinlich. Wahrscheinlich fragt er sich gerade, ob ihm langweilig ist. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Ja. Wem ist langweilig? Alles gut, alles gut. Oh. Dann machen wir das so rum. Ah, halt, das war jetzt zu nah. Wir müssen ja quasi diesen Abstand hier einhalten. So, denn auch hier wollen wir wieder mit Kabeln begrenzen. So. Zack, zack, zack. Wir sagen auch hier das hier. Wir sagen hier, oh Gott, das ist gar nicht so einfach, hier das Zeug zu finden. Dann gebe ich es lieber ein. Kupferplatten. Und hier ist es Stahlträger. So. Zack und zack. Damit wir hier auch hier keine Überfüllung kriegen. Wegen Überfüllung geschlossen? Ja, ja. Genau. Business. So. Dann können wir hier wieder schön. Warte mal, wir könnten doch. Das sind doch 6 Felder. 1, 2. Ach nee, weil die Anlagen ja 3 sind. Es wäre natürlich jetzt cool, wenn die elektrischen Anlagen hier diese Electronic Assemble Maschinen das könnten, aber ich befürchte nicht. Nee, schade. Aber ein Versuch was wert. Irgendwann mal so einen kleinen TS-Einspieler mit dem Zong-Sound machen. Wieso? Nur so. Einfach nur so. Ja, okay. Klingt lustig. Was ist der Zong-Song? Was? Ist das dein Ernst? Ja, ja. Das ist wenig. Jung, der Junge. Zu jung. Definitiv zu jung. Kennst du... Oh, wie heißt denn die Sendung? Habe ich schon ganz vergessen. War nicht der Preis des Heißes für irgendwas anderes. Nee. Ja, das habe ich aber gerade im Hinterkopf gehabt. Ich habe gerade nur Harry im Kopf. Ja, nee, das Harry, war nicht mit Harry, das war mit dem Dräger. Nee, warte, ja, nee. Nee, das war doch Harry mit... war da auch mal. Ja, eben, gell? Da war Harry da drinne. Ja, bin ich mir ganz sicher. Aber YouTube. Geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze, genau. Oh, echt hieß das so? Krass. Kann mich ja, geh rein, aufs Ganze. Das so hieß. Krass. Wie ist er, hieß das Lied? Das ist kein Lied, kein Lied. Das hatte nichts mit Harry Weinfurt zu tun, das war der Jürgen Dreger. Sag's doch. Ja, aufs ganze Zong meinst du, ne? Ja. Dö.
So, wir produzieren die ersten panzerbrechenden Munition. Ihr könnt euch quasi vorstellen, warte, was haben wir gesagt? 3 pro Anlage, 3, 6, 9, 12. Das heißt 4. Also ich brauche quasi von dieser Munitionsfabrik nochmal 2 von diesen Anlagen. Ja, Reicht auf ich jeden Fall störe nach da kurz. hinten. Ich bin kurz mal weg, gleich wieder da. Was? Da geht er einfach weg hier. Mitten in der Oh. Aufnahme, ich glaube, der spinnt. Ja, die Obrigkeit hat gerufen. Die Obrigkeit Ja, hat nichts zu sagen. jetzt gibt's Schläge. Kann sich ihr Essen selber machen. Ich mal, sag ich das mal. Ja. Ein Mann. Genau. So, wir planen einfach schon mal vor. Das heißt hier, hoppla. Dann ganz wichtig, die Felder dazwischen. Denn das sind die Felder, die wir ja ablesen wollen. Wir wollen ja keine zu krasse Überproduktion haben. Das hier nutzen wir, um die rote Munition weiterzureichen, dass wir am Ende einfach alle Munition zusammen haben. So. Dann machen wir mal eben ganz kurz. Theoretisch müsste das funktionieren mit der Granaten bauen. Blaupausenübernahme. Zack, ihr seht, ihr könnt so Kabel extrem gut sparen, indem ihr einfach die Blaupausen nehmt. Jetzt können wir hier einfach ganz easy. Ihr seht auch, die Einstellung wurde jetzt hier nicht übernommen. Ist aber nicht weiter tragisch. Das könnt ihr ja einfach von hinten kopieren. Oh, wir werden angegriffen. Alter Falter. Da reißt. Boah. Aber gerade so hat der Turm es geschafft da unten. Ne, Junge, Junge. Geht da gut ab da. Okay, das hört sich aber nicht so gut an. Nee, also ich denke, der nächste Angriff wird dann schon etwas böser werden. Müssen wir aufpassen. Blaupause. Und auch Wo hier. war ein Eisen- oder Kupfererz? Ah, verdammt. Bitte was? Da ist der Eingang. Es geht natürlich nur, wenn ihr auch die Kiste da habt. So, jetzt könnt ihr das ganz kopieren, denn jetzt ist es wurscht. So, dann brauchen wir mehr. Wir brauchen insgesamt. Oh, wir brauchen mehr als wir haben. Okay. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ihr müsst natürlich die Dinger noch einstellen. Das heißt, hier brauchen wir Munition, hier brauchen wir Kupfer. Kupfer und hier brauchen wir natürlich Stahlträger. So. So, wir nehmen die ganzen Greifer hier mit. Und diese elektronischen Dinger, wo sind sie? Da. Oh ja, da ist er gut voll. Nice. Können wir schon kein Holz machen. Wie viel haben wir denn da noch? Ah, die Reserve neigt sich langsam dem Ende zu. Schnaps kannst du auch mit deiner Anlage da oben Holz generieren. Kann die Holz? das? Ja. Ja, also Holzbretter. Oh, ja, Bretter sind auch gut. Mehr brauche ich nicht. Aber dafür reicht die nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt. Ich habe ja die Anlage da drüben nicht gebaut. Also da drüben stehen 3 Montagemaschinen, die die ganze Anlage damit versorgen. Also im Endeffekt. Also ich bin gerade dabei, die ganzen Bricks da herzustellen, ne? Die ganzen Bricks. Ja, also die. Da habe ich jetzt schon ordentlich was drin, die Holzbriketts. Ach so. Wegen Energie und so. Ja. Das musste ich mal kurz abbrechen, weil ich für Cody Sauerstoff habe. Irgendwie herzaubern muss. Ist kein Problem. Ich hole mir mal ein bisschen was raus. So viel ist ja nicht. Ja, hol mal ein bisschen auf beiden, ne? Ja, sind beide schon leer. Gut. So, ich quetsche das mit rein hier in die Kohleverarbeitung. Hätte wieder 5 Minuten. Nee, die Kohle ist ja voll. Also jetzt wir haben jetzt eine Mischung hier unten. Von dem her, das passt. Dann werde ich da drüben mal eben kurz eine Schaltung setzen. Und zwar werden wir hier gucken. Erst wenn zu wenig kommt, soll hier nachgerückt werden. Quasi, wir lesen hier. Das nehmen wir zum Lesen. Und hier sagen wir einfach, wenn irgendetwas, geht das hier? Irgendetwas, ja, das geht. Wenn hier irgendetwas kleiner
kleiner 4 ist. Oh ne, 4 ist zu viel schon. 2. Echt jetzt? Warte mal. Halten. Was mit halten? Testen wir mal eben. Jetzt kommt nichts mehr. Zack. Und schon. Nee, das funktioniert nicht. Alles klar. So, wie versprochen, da bin ich wieder. Bedingung zu aktivieren. Ja, WB. Alles. Okay. Testen wir es mal. Nein, das geht auch nicht. Ja, so klappt's. So. Schon länger nicht mehr verwendet. Das heißt, wenn hier zu wenig Zeug drauf ist, dann schaltet sich das dazu. Das heißt, wir nehmen erstmal Priorität auf diese Anlage hier, dass das erstmal leer gehen kann. Und zweitens, wir die Briketts verwenden. Und nicht unsere wertvolle Kohle, denn die Kohle brauchen wir später definitiv auch für andere Sachen, wie zum Beispiel für die Koksverarbeitung. Ne? Ganz wichtig hier. Kaboom. Und darf ich dir in deiner Scheidung was sagen? Was denn? Wenn das so läuft, wie ich das sehe, dann gibt es keine Verstopfung und keine Überproduktion. Das hast du richtig erkannt. Warte mal. Ein gutes Selbstbewusstsein. Ja. Nein. Also wenn das so weiterläuft und so geplant ist, wie du hast, wird irgendwann kein Eisen mehr kommen. Also Stahl. Hä? Du hast die andere Leitung abgeklemmt, die nach oben weggeht, dann links geht. Alter. Nur Carbonfabrik. Was, du? Ich habe eine Leitung abgeklemmt? Was? Da, wo du gerade abgeriegelt hast mit der Schaltung. Das Ganze geht ja nach oben hoch, die jetzt gerade leer fährt. Die hintere. Alter. Oder sitzt. Und ich denke, du redest hier von der Munitionsfabrik. Nein, hier stehe ich nur was Schönes. Ja, das ist... ich gucke hier bei der Munitionsfabrik und denke mir so, was redet der von Carbon hier? Nee, ich bin gerade auf der Map und guck gerade hier, weil wenn das so weiterläuft, hast du Poli nämlich oben sein Carbon abgeklemmt. Ja, die wird ja noch versorgt von unserem alten Kohlefeld. Ja gut, aber wenn das leer ist. Ja, weiß ich. Habe ich gesehen, danke. Das habe ich doch berücksichtigt schon. Werde ich mich auch gleich noch drum kümmern. Bitteschön. Dankeschön. Oh, schön was kaputt. Ja, das war's. Jetzt überrennen sie den Laden da unten. Munition aus. Die Angriffe sind ganz schön heftig da unten, ey. Ach, über Reichweite gibt. Ach, stimmt, wir können über Reichweite bauen. Wir hätten noch reparieren können über Reichweite. Ja, ich habe gerade Munition über Reichweite nachgeschoben. Ja, ich baue. Schmeiß mal einen Turm über Reichweite hin. Ja, ich baue gerade einen, es dauert ein bisschen. Die sind ziemlich langwierig, bis die fertig sind. Wenn du Turm machst, kann ich Munition reinschmeißen. Ja, bis du Munition reinschmeißt, ist er kaputt. Du hast ernsthaft gelbe Munition reingeschmissen? Ja, nichts. Und da. Du hast nichts, du stehst an der Munitionsfabrik. Ich drück immer noch M. Ich hab nichts, ich glaub's dann. Oh Gott. Ja gut, das ist etwas, was wir definitiv ausbauen müssen unten. Wie sich Reparatur gezündet. Reparieren. Nein, Long Reach funktioniert beim Reparieren nicht. Jetzt ist der Radar ausgefallen da unten. So ein Rotz. Bei Duggets sind übrigens noch da, wo sie immer waren. So. Bitte was? Möchtest du eigentlich die Munition rausführen und separat speichern oder möchtest du immer 200 hier in einem drin lassen, circa? Kein, ich bin noch nicht fertig. Um deine Frage zu beantworten, guck dir das Video an. Möchte jemand da runterfahren oder soll man die Basis aufgeben? Ja, ich baue Türme und dann fahre ich da mal runter. Ja, bau da aus. Gut, während du Türme baust, hole ich den Zug zurück. Wenn der hoffentlich kommt. Kommt er? Oh Gott. Ja. Ja, ist ja gut. Oh Gott, jetzt haben wir hier auch noch so scheiß Alien-Dinger hier drin. I'm on the way. On the highway to hell. I wonder. Oh Gott. Lieber nicht. Lieber nicht, kein.
Ihr habt nicht zufällig irgendwo aus dem Ziegelstein schon Rohre machen lassen? Rohre? Also ich nicht. Boah, funktioniert, sind alle tot. Nicht ganz. Ich glaube, zwei haben sich. Wenn es hat funktioniert, dass du gesungen hast, dann sind alle tot? Ja, ja. Macht der Musik, sag ich. Die Macht der Musik. So, erstmal die Türme neu setzen. Dann kriegt der 100 Schuss und der 100 Schuss. So. Reparaturkits, wo sind sie denn? So. Ach ja. Jetzt fängt wieder die Zeit an, wo wir irgendwann zu den Stützpunkten laufen müssen, weil die Stützpunkte voll sind mit Alien-Artefakten. Oder wir bauen doch Fließbänder auch drumrum und lassen dann das Zeug einsammeln. Also rum. Geht auch. Cody, es wird wieder Oxygen produziert. Ja gut, ich habe mal die ganzen Stahlrohre hier rausgeruppt, weil die haben ja kleineres Ladevolumen. So. Was hast du hier durchgetauscht? Nein. Die war kürzer in der Reichweite, aber die haben ein höheres Volumen. Ach so. So. Passt alles. Hier läuft alles. Kann den Scheiß hier noch reparieren. So. Das Doppelte. Oh. Da fehlen Fließbänder, aber ich glaube, die haben schon immer gefehlt. Da hat wohl vergessen nachzubauen. So. Da hat's auch noch das Alien-Zeug drin. Da hat's noch die Alien-Dinger drin. Meine Güte. Kein. Ja, ich. Deine Beladung des Zuges, läuft nicht gleichmäßig. Es. Weißt du? Okay. Steuert wird. Einfach nur gibt Kante. Ja, ja. Ja, okay. Alles gut. Dann baue ich hier noch ein Radar hin. So. Aber das Schöne ist, dass die KI immer noch gleich funktioniert. Sie sucht den Radar und greift erstmal den Radar an. Das ist sehr schön. So. Ja, mein Ammoniagas wird voll. Oh Gott, meine Munitionsfabrik saugt Kupfer leer wie sonst was. Da hinten haben wir noch Kupfer drin. Sehr schön. Da ist zu viel Kupfer drin. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Okay. Ah! Ich frag mich gerade was anderes in deiner Fabrik. Ja, da wurde was vergessen einzustellen. Die Filter sind falsch. Ich was umstellen, ich stehe gerade da. Ich habe alles gerade mit Linksklick und Rechtsklick kopiert. Das müsste jetzt. Ne, jetzt passt's. Was fragst du dich denn? Ja, warum in den hinteren keine gelbe Munition ankam gerade? Ja, weil die mittlere Fabrik, die Ausgänge der Belader nicht eingestellt waren. Die haben einfach alles rausgespuckt. Deswegen ist auch das ganze Kupfer und alles da hinten gelandet gerade eben. Ich schmeiß das mal noch vor. Ja, vor allem das Stahl, ey. Boah, ich hol mal alles raus. So. Und pack das hier wieder rein. So. Ah nein, halt. Quatsch, ich dummkopf. Da doch nicht. Da darf ich nichts reinschmeißen. So. Ja, jetzt habe ich mir alles rausgenommen. Ich brauche doch selber noch was. So, jetzt müsste es passen. Ja. Außer, dass zu wenig gelbe gemacht werden, weil Eisen scheiße ist, weil Eisenerz scheiße ist. Also unsere Fabrik hier vorne. Aber wieso ist es scheiße? Kommen wir zu wenig rein oder was? Ja, ich sag mal so, das blaue Erz ist so gut wie leer, da kommt fast nichts mehr raus. Und auch das hellblaue Erz ist auch schon am Arsch. Das heißt, unsere nächste, also wir müssen, das ist krass. Oh, das Gute ist, links von unserem Kupferfeld ist ein Safarit-Erzfeld. Das können wir eigentlich gleich mit anschließen bald. Ja, mit 1,9 Millionen und oben ist noch ein Safarit mit 3,2 Millionen. Das Problem ist... Größer sein, weil wir es noch nicht ganz kennen. Ja, eben. Ah, das Problem ist halt einfach, wir expandieren gerade extrem viel, aber haben es noch nicht drauf mit der Verteidigung. Das ist... Achtung, da kommen sie! Ja, ich stehe da, ich kämpfe jetzt hier mit. Ja! Die machen Schaden. Haha! Easy going! Okay. Wir starten unsere Zeit, Dossi. Was habt denn ihr ständig mit eurer Zeit? Lasst doch die Zeit laufen! Du willst doch deine Folgen kürzer halten. Wir erinnern dich nur daran. Ja, ja! Wir müssten nicht jede Folge mich fragen, wann die Zeit rum ist. Ja, da muss doch eine feste Konstante hinterbleiben.
jetzt fehlen mir Chips. Come on, zack, da einen hin und wir packen da auch noch einen hin, um die Verteidigung hier ein bisschen zu verstärken. Ja. Ja. Bald voll. So. So, ich komme nochmal runtergefahren. Ich habe jetzt alles mit eigentlich. Was bringt's denn? Türmchen, Munition, Geschütztürme. Ah, okay. Hier was von allem. Versorgung, Kohle, Kohle ab. Ah, sehr schön. Warte mal. Wobei, warte, das kann ich selber bauen. Alles gut, kannst kommen. Ich nehme mal für... Oder, ach nee, scheiß drauf. Konstruktionswaggon und Robotikwaggon. Ja, nee, den brauchen wir nicht. So. Dann warte ich hier mal eben. Der braucht er ewig. Ich habe hier mal ein paar Türme mehr gesetzt. Also theoretisch, das Kreissystem läuft ja hier, ne? Nö, noch nicht ganz. Nee? Ah oh, ja, okay, da oben. Was mir hier nur nicht gefällt, ist, dass du hier eine unendliche Abnahme wieder machst. Also du steuerst hier nichts. Nee, ich hab's erstmal nur hingesetzt. Okay. Meiner nur. Nur hingesetzt, ne? So rum. Der soll natürlich hin zu Versorgung Kohle. Ach, der soll einfach 30 Sekunden. Nee, lass mal 60 Sekunden hier lassen. So. So. Du kriegst das hier hin? Ja, ich fummel mir jetzt hier was zurecht. Alright. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Das gefällt mir alles nicht so, wie das sich hier langsam entwickelt. Da kommen sie schon wieder. Naja, gut, Verteidigung hält. Stickstoffverarbeitung. Jetzt packt er aber aus hier. Eieieiei. So, theoretisch können wir natürlich hier erstmal... Also wie gesagt, wir werden das ja alles eh nochmal abreißen. Das hier, vielleicht wird das bleiben, ich weiß noch nicht. Platz hätte es ja für zwei Schienen. Aber diese Anlagen hätte ich gerne deutlich weiter unten, dass wir hier einfach mehr Platz haben. Für Bahnhöfe hier, für Bahnhöfe da oben. Ich meine, hier ist eigentlich die Erzanlieferung. Sprich, diese ganzen Anlagen hier sollten eigentlich auch weg. Wir müssen ziemlich viel abreißen. Schnaps, wie ist das bei deinen Anlagen? Bleiben die da oder werden die später umgewandelt woanders hin? Nee, die bleiben eigentlich so da. Es werden einfach mal größere, ja. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel Platz die am Ende verbrauchen. Ich muss irgendwann mal umbauen. Okay, ja, ich befürchte auch, weil ihr beide seid schon sehr, sehr nah an euch aneinander dran, sag ich mal. Ja, also ich werde hier einfach weg müssen. Ja, glaube ich nämlich auch, weil wenn ich meine Anlage erweitern will, habe ich eigentlich gerade gar keine Chance mehr. Nee, das stimmt wohl. Also irgendwann werden wir uns nochmal ein bisschen anders organisieren müssen, wenn wir... Ja, also wir müssen jetzt uns wappnen können. Wir müssen zumindest die Anlage unter dir jetzt, die du da siehst, hier, die Koks verarbeitet und sowas, die muss auf jeden Fall weg. Da hätte ich die Bahnhöfe, also da will ich auf jeden Fall Erzbahnhöfe haben wollen für Cody. Müssen wir mal gucken irgendwann. Fehlt der Holz? Bitte? Fehlt hier Holz auf dem Band? Ja, ja. Die Holzanlage habe ich doch abgerissen. So, dann kann ich aber... Ist die Kiste noch da? Ja, ne? Welche Kiste? Holz? Nein. So viel im Inventar. Nein, alles weg. Das... Kann ich mein Holz denn lassen? Du stehst quasi gerade in deiner alten Anlage, da wo die Munition gerade gebaut wurde.
Ja, nee, ich will nur irgendwo das Holz abladen, weil ich drin habe. Das brauche ich nicht mehr. Briketts draus. Nee, nicht mit dem, was ich oben eingestellt habe. Mal sehen, was hier alles rein, was er rein will. Ja. So. So. Und zu guter Oh, Letzt. Ammoniagas ist voll. Oh. Ist das schlecht? Ja, weil jetzt die anderen Nitrogen und Nitrogen wieder voll laufen. Okay. Und wenn die voll sind, dann kriege ich Kohle keinen Sauerstoff mehr. Dann erstickt der arme Junge. Jo. Mal verdammt fix. So, das Problem wurde beseitigt. So, ihr seht, das Ding funktioniert jetzt, weil wenn hier zu wenig kommt, weil hier auch einfach zu wenig kommt, wir können mal wieder ein bisschen was von Schnaps holen. Hol mal. Oh, mein Inventar ist voll. Oh, ja. Ich kann gar nicht so viel holen. Warte mal, können wir. Brauchst du Siedlinge für irgendwas? Der braucht was? Siedlinge. Warte mal, ich habe hier noch so viel Siedlinge, deswegen. Egal. Oder Setzlinge? Ja, meine ich doch. Ey, Siedlinge, sagt er. Die heißen so. Siedling, steht dran. Ohne Scheiß. Zwar keine Ahnung, wo das Wasser hier hingeht. Ach, das geht nur in den Tank da rein. Okay, gut. Und bauen wir jetzt hier mal was Provisorisches kurz auf. So wie ich das immer mache. Wolkenkopper ist voll. Ja, Setzling auf Englisch, Mann, du. Zack, zack. Ja, sorry, wenn hier alles so ge gedenglischt ist. Ja, ich weiß. Das ist, ja, das ist furchtbar hier, wenn hier nur die Hälfte übersetzt wurde. Echt So. schön. Oh, da passt es doch. Sehr schön. Bahnhof. Der Rahmen ist gut gewählt. Oh, echt jetzt wegen einem kleinen Kackbaum hier. Oh Gott, ich habe noch nie so was Hässliches gebaut. Noch nie. Wo ist es denn? Da ist heute die Anlage, die wollen wir haben. Oh ja, es funktioniert. Also, ich verspreche euch da draußen, das wird irgendwann wieder abgerissen. Das ist. Oh, es ist so schäbig. Versorgung, Main nenne ich das jetzt einfach mal. Ah, da brauche ich Carbondioxid wieder für. Jawohl, ich habe meine Umwandlung. So. Der kann auch gerne wieder zurückkommen gleich. Oh, lasse einen Zug einen Pfad planen, der mindestens 100.000 Karren lang ist. Aha, tolles Achievement. Ach so, jetzt erst? Ja, ich verstehe es auch nicht. Oh. Nein, nein. Da ist er Will das wieder. nicht haben? Hä? Ich bin noch da. Ja, das haben wir gerade anders gedacht. Alter, Kai, was hast du da gebastelt? Ja, okay, so kann man natürlich auch eine Verteidigung aufbauen. Du sagtest, es soll eingesammelt werden. Oh Gott. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So wird das Zeug gleich abtransportiert und geht Aber da ist keinem eine mehr Kiste, auf wo den ich meinen Sack. Alien-Artefakt loswerde. Bitte? Und in deiner Kiste gerade mein Alien-Artefakt loswerden, was ich noch die ganze Zeit mit mir rumschleppte. Oh, ich habe einen Planfehler. Und zwar folgenden. Wir müssen natürlich hier Ach Dinger dran ja. laufen lassen. Und da. Und da. So.
letzter Akt für diese Aufnahme. Ich baue hier noch das Silo hin, dass der scheiß Zug hier beladen wird. Und dann machen wir unseren sporadisch tollen Supercut. So, wunderschön. Das drehen wir noch. Und ich glaube, das sollte ich begrenzen, weil so viel Munition... Ich glaube, das machen wir mal so. Sonst wird es echt übertrieben. Alter, wir kriegen immer weniger Eisenerz. Oh, also wir müssen... Merke, Memo an mich und uns allen selber. Nächste Folge müssen wir uns um Erze kümmern. Ganz, ganz dringend. Ja, da wegen die große Expansion, ne? Ja. Vielleicht sollten wir auch so langsam dann auch mal die Basis komplett umbauen, dass wir hier vernünftig Schienen legen können und auch vernünftig, Bahnhöfe bauen können. Weil wenn wir schon zu Cody mit Zügen kommen, dann hätte ich gesagt, bauen wir die Erzverarbeitungsanlage einfach direkt beim Eisen. Also wir suchen uns einen Punkt raus, wo wir eine Basis bauen können. Holen die ganzen Anlagen, die wir hier drüben gebaut haben bei uns. Kopieren das und setzen das schon mal da drüben hin. Was Option. Hältst du davon? Option. Ja, und dann können wir das machen. Aber, oh, Harz. Ah ja, Harz, okay. Aber ich würde sagen, das alles und natürlich noch viel, viel mehr werden wir einfach in der nächsten Folge tun. Bis dahin, macht's gut. Ja. Ciao. Schneiden.